Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Schönen guten Abend und willkommen. Was heute im Sport passiert ist, das erfahren Sie von Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend auch von mir. Unsere großen Themen im Überblick. Russland meldet ukrainische Offensive. Die Ukraine habe schwere Verluste erlitten. Kiew dementiert und spricht von Desinformation. Auf der Suche nach Fachpersonal. Die Bundesregierung hofft, in Brasilien vor allem Pflegekräfte für Deutschland zu finden. Ein Fußballweltstar sagt Ciao. Zlatan Ibrahimovic, der Schwede mit den großen Toren und genauso großem Selbstbewusstsein, beendet seine Karriere. Russland hat im Angriffskrieg nach eigenen Angaben eine große ukrainische Gegenoffensive abgewehrt. Dabei seien mehr als 900 Ukrainer getötet worden, so ein russischer Armeesprecher. Dass es sich dabei tatsächlich um einen großen Gegenschlag gehandelt hat, weist die Ukraine zurück und verweist auf eigene Geländegewinne um die Stadt Bachmut. Über den Kriegsverlauf berichtet Antoine Kurschilgen. Ukrainische Panzer im Einsatz bei Bachmut. Wir rücken vor, sagt ein Kommandeur. Dabei seien russische Stellungen zerstört worden, was diese Bilder vom ukrainischen Militär belegen sollen. Die Söldnertruppe Wagner kämpft auf der Seite der Russen. Ihr Chef Prigoschin räumte heute ein, dass die Ukraine Teile von Bachmut zurückerobert habe. Die Russen hauen ab, sagt Prigoschin, das sei eine Schande. Moskau meldet, dass die ukrainische Offensive bei Wuchleda im Osten begonnen hat und veröffentlicht als Beleg diese Aufnahmen zu sehen, ukrainische Einheiten unter Feuer. Am 4. Juni hat der Feind eine groß angelegte Offensive an der Front in der Region Donetsk gestartet. Daran beteiligt auch zwei Panzerbataillone. Der Feind wollte unsere Verteidigungslinien durchbrechen, aber er hat seine Ziele nicht erreicht. Dem widerspricht ein russischer Feldkommandeur. Er sagt, die ukrainische Offensive werde, Zitat, von Erfolg begleitet. Kiew spricht heute von offensiven Aktionen an einigen Frontabschnitten. Das ist ein taktisches Geplänkel, also ein Gefecht, das sich ja noch nicht voll entwickelt hat. Da muss man noch abwarten. Man kann ja in wenigen Stunden eine größere Offensive überhaupt nicht entwickeln sehen, sondern das wird Tage und vielleicht sogar Wochen in Anspruch nehmen. Das ukrainische Militär hatte gestern diese Bilder veröffentlicht. Da lautete die Botschaft: Wir verraten euch nicht, wann die Offensive beginnt. Und vor Ort in der Ukraine ist für uns Tim Kröger. Tim, was wir jetzt sehen, ist das jetzt der Beginn der ukrainischen Großoffensive oder nicht? Also das ist im Moment noch schwer einzuschätzen. Klar ist nur, dass an verschiedenen Teilen an der Front gekämpft wird, dass es ukrainische Angriffe gibt, dass es ukrainische Vorstöße gibt. Und das deutet darauf hin, dass tatsächlich einiges dort an der Front passiert. Aber wir wissen eben nicht, ob das im Moment noch kleinere taktische Operationen sind oder ob das wirklich der Beginn der erwarteten ukrainischen Offensive ist. Die ukrainische stellvertretende Verteidigungsministerin, die hat sich heute zu Wort gemeldet und sie hat tatsächlich bestätigt, dass die ukrainischen Streitkräfte in einigen Sektoren an der Front zu offensiven Aktionen übergegangen sind. Sie hat aber eben auch gesagt, dass diese Aktionen eher lokale Bedeutung haben und dass diese Vorstöße sich im Moment auf Bachmut konzentrieren, also dass das nach wie vor das Zentrum ist. Das sind schon mal einige Informationen, die wir da von Seiten der Ukraine bekommen haben, aber um wirklich ein genaues, ein klares Bild zu bekommen von dem, was da in den verschiedenen Frontabschnitten passiert und was das für eine Bedeutung hat, dazu müssen wir noch auf weitere Informationen warten. Dankeschön, Tim Krüger. Russlands Marine demonstriert Stärke. Einen Tag nach der NATO hat sie auf der Ostsee ebenfalls ein groß angelegtes Manöver begonnen. Mit bis zu 40 Schiffen sowie rund 3.500 Soldaten. Man wolle unter anderem die Verteidigung der eigenen Flottenbasen üben, so das russische Militär. Das Manöver soll bis zum 15. Juni dauern. Bundeskanzler Scholz ist heute bei der deutschen Marine in Rostock. Er will sich dort ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Seestreitkräfte machen, auch vor dem Hintergrund einer veränderten Sicherheitslage in Europa. Anna Stadtfeld berichtet. Die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern in der Ostsee vor Rostock. Erstmals seit 7 Jahren ist ein Kanzler wieder zu Besuch bei der deutschen Marine. Olaf Scholz hat sich einige Übungen zeigen lassen. Aufgrund der veränderten Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnen die Seestreitkräfte wieder an Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns überall
zusammentun im Rahmen der NATO, dass wir gemeinsam üben, dass wir uns vorbereiten und auch zeigen, dass wir in der Lage sind, das Bündnis und die Mitgliedstaaten, die Demokratie und die Freiheit zu verteidigen. Deutschland hat mit Jahresbeginn die Führung der schnellen Eingreiftruppe der NATO übernommen, an der auch die Marine in der Ostsee beteiligt ist. Die Fregatte Mecklenburg-Vorpommern ist zurzeit das Flaggschiff in einem NATO-Einsatz und kehrt auch nach diesem Einsatz für den Antrittsbesuch des Bundeskanzlers wieder dahin zurück. Das zeigt die neue Stärke der Bundesmarine auch hier im Ostseeraum. Es ist der größte Player im NATO-Verbund. Bis 2035 will die deutsche Marine aufrüsten. Neue Kriegsschiffe haben oberste Priorität. Größtes Problem der Marine, die internen Prozesse seien zu langsam, sagen Kritiker. Insbesondere muss die Lieferung von Material muss deutlich schneller werden. Dieser ganze Bürokratismus, der herrscht in den Streitkräften, muss abgeschafft werden, muss abgebaut werden, damit es einfach schneller gehen kann. Und wir brauchen Personal. Die Ostsee ist in den kommenden Wochen Schauplatz zweier groß angelegter Manöver. Der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen. Beiden Akteuren ist es wichtig, Stärke zu zeigen. Deutschland braucht dringend Fachkräfte, vor allem in der Pflege. Abhilfe konnte aus dem Ausland kommen, zum Beispiel aus Brasilien. Dort sind Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil gerade auf Werbetour. Denn bisher läuft die Anwerbung nur sehr schleppend. Laut Stiftung Patientenschutz kamen im vergangenen Jahr rund 100 Pflegerinnen und Pfleger aus EU-Staaten nach Deutschland. Aus Nicht-EU-Ländern waren es 656. Zu wenig, um der Personalnot entgegenzuwirken. Aus Brasilia berichtet Andrea Maurer. Eine Pflegeschule in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Der deutsche Arbeitsminister will gut ausgebildete Pflegekräfte für Deutschland anwerben. In Brasilien einen Job zu finden, ist schwierig. Die jungen Pfleger, mit denen wir sprechen, würden kommen. Wir hören, dass es die Möglichkeit gibt, in Deutschland zu arbeiten. Für uns ist das eine gute Idee. Deutschland braucht Fachkräfte wie Arthur dringend, sagt die Vorständin der Bundesagentur für Arbeit, die mitgekommen ist nach Brasilia. Die Pflege ist unter den Engpassberufen auf Top 5. Es dauert sehr, sehr lange, bis wir Stellen besetzt bekommen im Pflegebereich, 267 Tage. Heil unterzeichnet auch eine gemeinsame Absichtserklärung mit dem brasilianischen Arbeitsminister für faire Einwanderung, um etwa Lohndumping zu verhindern. Ich möchte, dass das fair organisiert wird, aber wir brauchen, das wissen auch die Menschen, die in der Pflege arbeiten, ergänzend zu den inländischen Potenzialen, auch helfende Hände und kluge Köpfe aus anderen Ländern. In den letzten Jahren war das politische Werben um Pflegekräfte im Ausland wenig erfolgreich. Die Reise ist Teil der neuen Fachkräfte-Anwerbestrategie der Ampel. Auch die Außenministerin ist in Brasilien dabei. Bürokratische Hürden sollen abgebaut, Visavergabe und Familiennachzug erleichtert werden. Das Unterfangen ist sensibel. Laut Weltgesundheitsorganisation sollte kein Land dem anderen medizinisch notwendiges Fachpersonal wegnehmen. Gleichzeitig hat Brasilien eine Arbeitslosenquote von 10% im Pflegebereich. Die Win-Win-Situation, von der der Arbeitsminister hier heute spricht, sieht so aus. Deutschland bekommt dringend benötigtes Fachpersonal. Brasilien profitiert, weil sich Deutschland bei der Ausbildung vor Ort engagiert. 200 brasilianische Pflegekräfte arbeiten derzeit schon in Deutschland. Perspektivisch sollen 700 pro Jahr kommen. Das Ziel ist es also, ausländische Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Einige Unternehmen hier versuchen das bereits auf eigene Faust. Wie groß die Hürden dabei sind, hat sich Markus Wollsiffer angeschaut. Mittlerweile kennen sich Viktoria und Letizia gut aus. Die Kanüle wechseln die Pflege-Azubis routiniert. Für ihren Traumjob haben sie in Brasilien alles hinter sich gelassen. Familie, Freunde, ihr ganzes Leben. Sie fühlen sich wohl in Deutschland. Und doch verzweifeln sie immer wieder an Bürokratie und mangelnder Digitalisierung. Es war eine Katastrophe, viele Briefe, viele Schreiben. Ich habe gar nichts verstanden. Meine ersten Tage, ich wollte schon zurück nach Brasilien. Ich habe viel geweint im ersten Monat. Ich mache das auch für mich. Ich will ein besseres Leben. Von den rund 1,7 Millionen Beschäftigten in den Pflegeberufen sind 244.000 aus dem Ausland. Seit 2017 hat sich ihr Anteil verdoppelt. Hier in Neu-Isenburg werden sie dafür ausgebildet. Viele Stunden Praxis und natürlich Deutschpauken, damit es nicht an der Sprachbarriere scheitert. Die Nachfrage ist da, doch die Hürden zu groß. Fatal im Kampf gegen den Pflegenotstand. Die Behörden arbeiten viel zu langsam. Die Anerkennungsprozesse dauern viel zu lange. Die Visa werden schleppend erteilt. Der Bundesverband Pflegemanagement kritisiert deshalb, die Reise nach Brasilien sei unnötig.
Wir brauchen keine Unterstützung in der Anwerbung im Ausland. Wir brauchen jetzt hier in Deutschland ganz schnell die Anerkennungsverfahren tatsächlich viel besser zu strukturieren. Schneller, einheitlicher, digitaler. Im nächsten Jahr werden Viktoria und Letizia mit ihrer Ausbildung fertig sein. Sie haben viel auf sich genommen, um in Deutschland arbeiten zu können. Die Staatsanwaltschaft Halle hat Anklage gegen Björn Höcke erhoben, den Fraktionschef der AfD in Thüringen. Ihm wird vorgeworfen, Kennzeichen einer nationalsozialistischen Organisation öffentlich verwendet zu haben. Konkret geht es um die verbotene SA-Losung »Alles für Deutschland«, die er bei einer Wahlkampfrede in Sachsen-Anhalt verwendet haben soll. Höcke habe Herkunft und Bedeutung der Formel gekannt, so die Staatsanwaltschaft. Die EU liegt seit Jahren mit der nationalkonservativen Regierung in Polen im Streit. Brüssel sieht durch mehrere Justizreformen die Rechtsstaatlichkeit in Polen bedroht. Im Mittelpunkt die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter, die nicht gewährleistet sei. Ein weiterer Kritikpunkt: polnischem Recht werde ein Vorrang vor EU-Recht eingeräumt. Nun hat der Europäische Gerichtshof entschieden, Teile der Justizreform verstoßen gegen Unionsrecht. Christoph Schneider mit Einzelheiten. Als am frühen Nachmittag der Europäische Gerichtshof in Luxemburg seine Entscheidung verkündet, ist klar: Der Umbau des polnischen Justizsystems von 2019 verstößt gegen europäisches Recht. Der Wert der Rechtsstaatlichkeit gibt der Union als Rechtsgemeinschaft gerade ihr Gepräge und schlägt sich in Grundsätzen nieder, die rechtlich bindende Verpflichtungen für die Mitgliedstaaten enthalten. Damit hat die Klage der EU-Kommission gegen Polen Erfolg. Systematisch hatte die polnische Regierung über Jahre immer wieder die Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt, was auf Protest stieß. Und besonders die inzwischen wieder abgeschaffte Disziplinarkammer für Richterinnen und Richter habe die Unabhängigkeit untergraben. Nicht hinnehmbar und entsprechend sanktioniert. Die Richter am Europäischen Gerichtshof haben heute eine deutliche rote Linie gezogen. Denn sie sagen mit ihrem Urteil ganz klar: Polens Regierung hat die Unabhängigkeit der Gerichte beschnitten. Und wer das tut, erschüttert einen Rechtsstaat in seinen Grundfesten. Denn Justiz ohne unabhängige Richter funktioniert schlicht nicht. Das bislang vom Europäischen Gerichtshof gegen Polen verhängte Zwangsgeld wegen der Nichtbeachtung rechtsstaatlicher Grundsätze von zunächst 1 Million Euro am Tag wurde Mitte April auf 500.000 Euro pro Tag reduziert. Mit dem Urteil jetzt läuft das Zwangsgeld aus. Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs mit Signalwirkung für ganz Europa. Isabel Schäfers in Brüssel. Ja, welches Signal geht von diesem Urteil aus? Ja, das ist natürlich zunächst mal eine klare juristische Ansage an Polen. Aber das Urteil zeigt auch die politische Dimension des Problems noch mal auf. Und das ist die fehlende Handhabe. Im derzeitigen Zustand würde Polen wohl kaum noch mal EU-Mitglied werden. Aber einmal drin in der Union hat die EU-Kommission relativ wenig Möglichkeiten vorzugehen. Sie kann Gelder einbehalten, aber auch das hat ja in der Vergangenheit relativ wenig gebracht bisher. Und dann sind die Rechtsstaatsverletzungen von Polen in den letzten Monaten auch etwas von der politischen Agenda hier verschwunden. Denn Polen, anders als Ungarn, unterstützt die EU-Politik zur Unterstützung der Ukraine. Und da haben einige Mitgliedstaaten jetzt auch einige Zeit etwas weggeschaut, was in Polen passiert. Dieses Urteil ruft jetzt aber noch mal in Erinnerung: So schnell wird sich in Polen die Situation nicht grundlegend ändern. Und es ist wohl auch etwas kurz gegriffen, einfach auf einen Machtwechsel bei den Wahlen im Herbst zu hoffen. Was es braucht, ist ein politischer Wille für eine echte Lösung beim Umgang mit Regelbrechern hier in der EU. Und so eine Lösung kann natürlich kein Gericht liefern. Vielen Dank für diese Einschätzung. Isabel Schäfers aus Brüssel. Nächstes Jahr sind ja Präsidentschaftswahlen in den USA. Und da will nun auch der frühere US-Vizepräsident Mike Pence für die Republikaner antreten. Der ehemalige Vize unter Donald Trump hat dazu Unterlagen bei der Bundeswahlkommission eingereicht. Die offizielle Ankündigung wird für diesen Mittwoch erwartet. Künstliche Intelligenz soll stärker reguliert werden. So fordert die EU-Kommission, dass Texte und Bilder, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz geschaffen worden sind, auch entsprechend gekennzeichnet werden. Internetnutzer sollten klar erkennen können, dass bestimmte Inhalte nicht von Menschen geschaffen worden seien, sagte die zuständige EU-Kommissarin Jourová. Der Umgang mit KI ist auch Thema auf Europas größter Konferenz über die digitale Gesellschaft, der Republika in Berlin. Nils Schneider. Auf der Republika in Berlin treffen sich die, für die künstliche Intelligenz schon lange nichts Neues mehr ist. Die Technologie entwickelt sich in rasendem Tempo. Die Anwendungsgebiete betreffen immer mehr Lebensbereiche. Wir brauchen auf jeden Fall
gesetzliche Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz, damit die auch besser gedeihen kann und damit wir diesen Technologien auch vertrauen können. Das heißt, wir brauchen eine Nachvollziehbarkeit. Es muss offensichtlich sein, ob wir gerade mit einer KI kommunizieren oder mit einem Menschen. Auf der Digitalkonferenz haben die Besucher unterschiedliche Meinungen dazu. Gerade sehe ich persönlich noch nicht so die große Gefahr, weil es noch im Entwicklungsstadium ist. Man muss das allerdings sicherlich noch beobachten. Aber etwas gleich von Anfang stark regulieren, nein. Ich glaube schon, dass KI auf jeden Fall eine gewisse Regulierung braucht. Einfach aus dem Grund, dass ja, auch viele Jobs dadurch verloren gehen können. Aktuell wäre es wichtig, Verbraucher besser aufzuklären. Entscheidungen von Computerprogrammen mit KI sind nicht immer korrekt und vor allem nicht immer kompetent. Und das sind solche Dinge wie Credit Scoring, also Bonitätsprüfungen. Das sind Gesichtserkennungssysteme, die Menschen zum Beispiel zu Verdächtigen machen, auch wenn sie überhaupt im Grunde genommen nichts verbrochen haben. Das sind Systeme, die in unserem Alltag bereits vorkommen und die immer stärker Verbreitung finden. Und denen müssen wir Fesseln anlegen. KI hat großen Nutzen, birgt aber auch Risiken. Es gilt, einen Kompromiss zu schaffen zwischen Fortschritt und Sicherheit. Und jetzt kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Norbert, Hamburg oder Stuttgart, das ist ja heute Abend die Frage. Ja, Aufstieg oder Abstieg. Der VfB ist ja ganz nah dran am Klassenerhalt nach dem souveränen 3:0 Heimsieg im Relegationshinspiel. Der HSV dagegen braucht schon ein mittelschweres Fußballwunder, sonst droht das sechste Jahr in Folge die Zweitklassigkeit. Für Hamburgs Trainer Tim Walter ist sein Team stark genug für das Wunder. Denn in den letzten 10 Heimspielen gelangen in Hamburg durchschnittlich 3 Tore pro Spiel. Wir sind nicht blauäugig, sondern wir sind professionell. Ist es nicht unmöglich. Und das werden wir auch probieren. Zum 5. Mal versucht der HSV den Sprung in die erste Liga. In der letzten Saison sind sie noch an der Berliner Hertha gescheitert. Und diesmal? Es geht schon darum, dass wir nur als Team, wenn jeder 100% abliefern kann, eine Chance haben. Im Hinspiel geriet Hamburg schon nach 46 Sekunden ins Wanken. Durch das schnelle Tor vom VfB. Und verunsicherten Hamburgern gelang im ganzen Spiel nur diese eine gefährliche Aktion. Stuttgart dagegen erspielte Chance um Chance. Und mit dem 3:0 Endergebnis eine sehr gute Grundlage für den Klassenerhalt. Nicht schon wieder zweite Liga. Der HSV kämpft für ein ziemlich großes Wunder. Er war ein ganz großer im Fußball, nicht nur körperlich, ein großartiger Stürmer und auch ein großartiger Selbstdarsteller, Zlatan Ibrahimovic. Der 41-jährige Schwede hat gestern Abend in Mailand seinen Abschied als Fußballprofi verkündet. Ein Mann der Emotionen, ein Mann mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein, ein Mann, der einer der größten Fußballer der Geschichte wurde, Zlatan Ibrahimovic. Ich habe eine lange, lange Karriere gehabt. Und ich bin dankbar und glücklich. Ein Kind jugoslawischer Migranten aus ärmsten Verhältnissen mit großem Willen und herausragendem Talent. Erste internationale Station Ajax Amsterdam. Die Ablösesummen für das geniale Enfant Terrible werden immer größer, so wie die Vereine, die ihn nach und nach abwerben. 122 Länderspiele für Schweden mit der Rekordzahl von 62 Toren. Ein Tränenmeer im Mailänder San Siro-Stadion zum Abschied für das Problemkind, das zum Weltstar wurde. Tja, schade eigentlich. Solche Typen werden ja leider immer seltener. Schön kantig. Mhm. Danke, Norbert. Gerne. Und zum Schluss noch das hier. Die berühmte Prachtstraße in Paris, die Champs-Élysées, umfunktioniert am Wochenende zu einem riesengroßen Klassenzimmer. Hefte raus, fertig machen zum Diktat. Rund 1700 Schülerinnen und Schüler haben einen Text von Alphonse Daudet aus dem Jahr 1868 aufgeschrieben. Möglichst fehlerfrei, versteht sich. Der Weltrekordversuch glückte. 1397 Diktate wurden vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt. Außerdem setzten die Menschen in Frankreich ein Zeichen für Bildung und Sprache. Für die meisten ändert sich beim Wetter wenig. Im Osten und Südosten breiten sich allerdings Regenfälle aus. Näheres gleich von Katja Hornefer. Das Heute-Journal können Sie um 21.45 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Und an dieser Stelle begrüßt Sie morgen Barbara Hallweg. Auf Wiedersehen. Guten
Guten Abend. Jetzt kommt ein bisschen mehr Bewegung ins Wetter, und zwar hier von Südosten. Da zogen heute schon Wolkenfelder herein. Die brachten auch schon Regenschauer und Gewitter mit. Und diese Regenwolken, die breiten sich jetzt im Laufe der Nacht weiter nach Norden aus. Dann regnet es hier am Nordrand des Erzgebirges recht kräftig. Und auch in Bayern fällt Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad in Schleswig-Holstein bis 14 Grad in der Lausitz, am Main oder auch an der Donau. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen bei 16 Grad an der Nordsee oder auch im Vogtland. Sonst werden bis zu 27 Grad erreicht, zum Beispiel in der Uckermark, am Nieder- und auch am Oberrhein. Und daran sehen Sie schon, wo es morgen die dichtesten Wolken gibt, nämlich im Süden und im Südosten. Es regnet also recht kräftig in Sachsen, aber auch in Thüringen. Bis zum Abend erreichen die Regenwolken das südliche Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und dann gibt es auch einige Gewitter, zum Beispiel auch in Bayern. Sonst bleibt es bei Sonne und Wolken. Und in den nächsten Tagen ändert sich an diesem Wetter wenig. Am Mittwoch gibt es dann auch mal Regenschauer im Westen Deutschlands. Der Donnerstag wird ziemlich durchwachsen, der Freitag dann heiß am Oberrhein. Und da es im Nordosten kaum regnet, bleibt bis Freitag die Waldbrandgefahr hier im Nordosten sehr hoch. Guten Abend.